Hallo, ihr wunderbaren Widder und Widder-Aszendenten. Herzlich willkommen zu eurem Monatshoroskop Liebe und Leben im September 2018 mit eurer Astrologin Antonia Langsdorf. Wenn ihr nicht zu sehr mit euch selbst und eurem Job beschäftigt seid, habt ihr in der ersten Monatshälfte sehr schöne romantische Chancen. Fest liierte Widder haben beruflich viel um die Ohren und sollten sich trotzdem Zeit für die Liebe nehmen. Falls ihr in einer Liebesangelegenheit oder einem anderen Thema eine Beratung braucht, bin ich gerne für euch da. Ihr erreicht mich über mein Kundentelefon oder meine Homepage und die Infos dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung und auf der Infokarte hier im Bild. In meiner Verlosung könnt ihr diesmal eins meiner Sternzeichen-Kolliers mit dem alchemistischen Originalsymbol des Widderzeichens gewinnen. Oder auch ein anderes, falls ihr es verschenken möchtet. Sieht dann so aus wie das, was ich hier trage. Mehr dazu, wie ihr an der Verlosung teilnehmt, gibt's wie immer am Ende des Videos, also bleibt dran. Jetzt schauen wir in eure Sterne für den September. Alle Informationen über die langsam laufenden Planeten und die langfristigen Tendenzen könnt ihr jederzeit im Jahreshoroskop nochmal abrufen. Das gibt's als Video und auch als Buch, jetzt zum halben Preis. Da könnt ihr das nachlesen. Zu Beginn des Monats steht die Venus noch in der Waage und bringt vor allem für die Widder der dritten Dekade angenehme Zerstreuung und nette Begegnungen. Davon abgesehen geht der Monat aber vor allem mit vielen beruflichen interessanten Chancen los und die ersten 10 Tage sind wahrscheinlich sehr produktiv für euch. Der Manifestationsaspekt von Uranus und Saturn steht günstig und Verhandlungsplanet Merkur steht ebenfalls vorteilhaft im Löwen. Das ist auch ein Hinweis darauf, dass ihr originelle Lösungen für finanzielle Herausforderungen findet. Außerdem lenkt auch euer Herrscher Mars viel Energie in eure Karriere, wobei es da auch zu Auseinandersetzungen kommen kann, besonders für die dritte Dekade. Da solltet ihr ein bisschen aufpassen bis zum 11. August. Danach läuft der Mars in den Wassermann und steht günstiger zur Widdersonne. Er ist ja jetzt wieder im Vorwärtsgang, aber es wird noch bis Ende des Monats dauern, bis er wieder sein volles Tempo erreicht hat. Und dann werdet ihr merken, wie ihr immer mehr Schwung und Power bekommt. Wichtig zu erwähnen ist noch der Spannungsaspekt zwischen Chiron, der in eurem Zeichen steht, und Saturn im Steinbock. Für einige von euch können sich nun körperliche Probleme und Schwächen zeigen, wenn ihr euch übernehmt. Es kann sein, dass ihr an eure Grenzen kommt. Deshalb teilt euch eure Kräfte gut ein. Vielleicht müsst ihr nahestehende Menschen um Hilfe bitten. Dieser Einfluss betrifft besonders diejenigen, die in den ersten Tagen des Widderzeichens Geburtstag haben und schwächt sich gegen Ende des Monats allmählich ab. Mehr über die Bedeutung von Chiron, dem verwundeten Heiler, in eurem eigenen Zeichen, erfahrt ihr in meinem Video-Special Entwicklungschancen mit Chiron im Widder. Auch was Saturn im Steinbock für euch bedeutet, ist ein sehr wichtiges Thema und darüber könnt ihr euch in meinem Video »Die Kunst zu manifestieren« schlau machen. Die Videos kann sich jeder kostenlos anschauen. Der Neumond am 9. September lenkt erneut Energien in euren Jobbereich. Da ist dann auch der Merkur mit dabei. Und zu Neumond soll man ja immer etwas Neues planen. Deshalb könnt ihr da gut drüber nachdenken, welche Träume ihr beruflich verwirklichen wollt. Oder einfach auch, wie ihr mit etwas Fantasie euer Arbeitsumfeld schöner und freundlicher gestalten könnt. Wenn ihr spirituell arbeitet, ist es eine wunderbare Konstellation für Inspirationen aus der geistigen Welt und wie ihr diese beruflich in den kommenden 4 Wochen umsetzen wollt. Von alleine werden die Träume aber nicht wahr, ihr müsst schon etwas dafür tun. Zu Neumond wechselt auch die Venus das Zeichen und geht in den Skorpion in euer 8. Sonnenhaus. Dort wird sie im Oktober rückläufig und bleibt deswegen bis Mitte November und dann nochmal den Dezember über in diesem Bereich. Das wird eine intensive Zeit für festliierte Widder mit gesteigerter Erotik und Sinnlichkeit. Aber zwischendurch wird es auch ein paar schwierige Aspekte geben und gleich jetzt bis zum 18. bildet die Venus einige herausfordernde Aspekte zu Mars, Lilith und Uranus. Da geht es dann darum, wer in der Beziehung wie viel Freiraum bekommt oder ob euer Partner mit euren Freunden einverstanden ist. Auch wenn ihr als Single unterwegs seid, steht ihr möglicherweise beruflich unter Dampf. Ihr habt durchaus Lust zu daten und ihr könnt damit auch erfolgreich sein. Aber die Liebesabenteuer können kompliziert werden. Besonders zwischen dem 9. und dem 20. September kann euch die Liebe den Kopf verdrehen. Und wenn ihr in eurer bestehenden Beziehung unzufrieden seid, haltet ihr womöglich nach einem Flirt-Ausschau, um euch abzulenken. Oder ihr wollt euch woanders holen, was ihr zu Hause nicht bekommt.
Das ist aber riskant, denn Geheimnisse können auffliegen und dann ist womöglich eure feste Beziehung in Gefahr. Ich empfehle euch, den Ball flach zu halten und nichts Unbedachtes zu tun. Die Venus wird ja im Oktober rückläufig und ihr oder auch euer Flirtpartner könntet eure Meinung ändern. Am 23. September morgens um 3.54 Uhr geht die Sonne dieses Jahr ins Zeichen Waage und das ist dann der offizielle Herbstanfang. Sie aktiviert dann für die nächsten 4 Wochen euer kosmisches Partnerhaus und anfangs ist auch der Merkur mit dabei. Das verspricht angenehme Begegnungen, inspirierende Gespräche und natürlich auch verstärkte Flirtchancen, besonders für Widderfrauen. Das Zauberwort heißt jetzt zuhören, was den Widdergeborenen nicht immer leicht fällt, denn sie reden gerne viel und laut und oft haben sie ja auch was Interessantes zu sagen. Aber in den kommenden 4 Wochen punktet ihr mehr, wenn ihr zuhört und euch in euer Gegenüber hineinversetzt. Der Vollmond am 25. September findet in den Zeichen Widder und Waage auf eurer Beziehungsachse statt. Durch die Harmonieaspekte mit Mars und Lilith scheint das ein recht draufgängerischer Vollmond für euch zu werden, besonders für die Widder-Männer, die sich zu interessanten und widerspenstigen Frauen hingezogen fühlen. Falls eine Eroberung zunächst Nein sagt und euch Widerstand anbietet, gefällt euch das nur noch mehr. Bleibt auf jeden Fall dran, in den Tagen darauf könnt ihr tatsächlich Erfolg mit diesem Flirt haben. Wenn ihr dann noch die Kunst des Zuhörens anwendet, kann euch niemand widerstehen. Das Wochenende vom 29. und 30. September bietet euch zum Ausklang des Monats 2 Top-Tage für gesellige Aktivitäten. Sei es mit euren Freunden oder Hobbypartnern oder mit eurem Schatz oder Flirt, ihr werdet euch mit den anderen prima verstehen. Das waren eure Konstellationen im September. Wenn ihr eine persönliche Frage zu einem bestimmten Anliegen habt, könnt ihr euch gern für eine Beratung an mich wenden. Ruft einfach auf meinem Kundentelefon an oder schaut auf meiner Homepage vorbei. Alle Infos dazu findet ihr auf der Infokarte hier und in der Videobeschreibung. Mein nächstes Webinar, Antonias Sterne, ist am Samstag, den 1. September 2018 um 17 Uhr und anschließend ist wieder ein Termin am Freitag, den 5. Oktober um 17 Uhr. Und da könnt ihr mir dann immer eine Frage zu eurem persönlichen Horoskop stellen. Im September beginnt ja die Zeit der Waage, Zeichen der Schönheit und der Geschenke und deshalb gibt es in meiner Verlosung diesmal eins meiner Sternzeichen-Kolliers zu gewinnen. Und wenn man es trägt, sieht es so aus. Jedes Collier zeigt das alchemistische Originalsymbol des Tierkreiszeichens und wurde nach meinen eigenen Entwürfen gestaltet. Und das könnt ihr zum Beispiel verschenken oder euch selbst damit schmücken. Und so nehmt ihr an der Verlosung teil, postet mir hier einen netten Kommentar und abonniert meinen Kanal. Ich finde es auch super, wenn ihr meine Videos auf Facebook teilt, so dass sich eure Freunde auch über die Botschaft der Sterne informieren können. Zum Abonnieren einfach hier klicken, dann seid ihr bei der Verlosung dabei und ihr erfahrt dann auch automatisch, wann ich neue Videos hochlade. Zum Schluss möchte ich euch noch meine Video-Specials empfehlen über Lilith im Wassermann, Uranus im Stier, Chiron im Widder oder Saturn im Steinbock. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen.